So, hallo Leute, heute war mal wieder ein kleines Video von Portal 2 und ja, mal schauen, ob ihr auch so viel Spaß habt wie ich oder auch nicht, je nachdem. Mal schauen, ne? Achso, stimmt, ja, wir haben ja aufgehört und da habe ich einfach jetzt... Okay. Ach, ein schöner Ladebildschirm. Ja, ein schöner Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Okay, was gibt's los? Moment. Moment. Okay. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schön. Schalte ruhig einen Gang runter und... Tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Nö. Pech gehabt. Okay. Schön gemacht, dass es so schön, so dynamisch aufbaut und uns wieder zusammenbaut, je nachdem, wie man es sagen will. Hallo Kamera. Boah, die Tür geht erstmal extrem krass zu. Okay, wir haben Laserstrahl. Wir haben. Ja, stimmt, ich mache ja heute wieder eine Aufnahmesession. Und mal gucken, wie viel ich heute schaffe. Also ich möchte heute eigentlich gerne das komplette Ding auf einen Rutsch durchschauen. Mal gucken, wie lange ich brauche. Ich habe lange Zeit. Ich habe extra einen Abend mal freigenommen. Und mal geguckt. So, wie gesagt, wir haben einen Laser. Deswegen mache ich mal ein Portal. Dann haben wir hier vorne so ein Input vom Laser. Okay. Also ich müsste theoretisch jetzt das Ding drücken, oder wie jetzt? Ha. Hä? Warte mal. Wenn ich das Ding jetzt drücke, was passiert denn da? Oh! Ah! Ein Würfel fällt runter! Okay. Also muss ich diesen Würfel hier rüber. Muss ich hier rüber springen oder was? Was ist dann hier? Okay. Achso, dann ist ja gar nicht so schwierig. Jetzt muss ich hier nur die Würfel hier rüberbringen und kann gleich so weit, wie ich jetzt. Oh. Aha, gemerkt? Ich habe einfach nur den Eintrittspunkt verändert, sodass ich gleich sofort instant draufgehen kann. Und es passiert nichts. Hä? Ach Mann. Warte mal. Das soll schon so bleiben. Der Punkt jetzt, der soll ungefähr hier sein, bitte ich. Ne? Mit dich sage ich doch. So. Na gut, von mir aus. So, jetzt muss ich dieses Portal, dieses orange Portal hier rüberhauen. Oh. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Aha, ich bin ein Schwabbel. Okay. Jetzt werde ich mir mehr. Okay, wieder ein Ladebildschirm. Wie schön. Ich habe gar nicht geguckt, was für eine Nummer werden. Testkammermäßig, ne?
Und die sieht man jetzt auch nicht. Ja, mal schauen, wie es so weitergeht. Hier ist eigentlich schön gemacht. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Okay, das ist schön gemacht. Das ist schön dynamisch, hier ist alles Überfeld. Okay, wir haben. Wir haben so ein Sprungplattform. Okay. Da oben, wenn ich hier drauf gehe, also da guck, da ist ein Zeichen. Also wir haben zwei Sprungplattformen, wahrscheinlich, wo wir hin und rüber und über quasi springen könnte. Mal gucken, was ich mache. Also mal gucken, was passiert, wenn ich das mache. Müsste da hier unten dieser Würfel runterfliegen. Und da, das ist der Zweck von diesen Sprungplattformen. Ja. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ja, nur dass es halt überhaupt nicht funktionieren würde. Aber okay. Weil irgendwann ist sie ja aufgebraucht und dann. Ein Stück mal. Theoretisch. Ein schöner Ladebildschirm. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Oh, wie schön. Na dann, viel Spaß beim Sorglosen durch die Luft segeln. Danke. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Oh. Okay. Nummer 6 von... Nummer 6 erst? What? Ja, dasselbe eigentlich wie vor uns. So, lass die mich mal durch und durch. Ja, fast dasselbe, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier rüberspringe, dann müsste ich hier rüber, dann müsste ich dort rüber, dann müsste ich da drauf passen, dann müsste ich hier so. Ja, ich muss glaube sterben. Weiß ich nicht, ich kann hier nicht rüber, ne? Ich kann nicht mehr. Warte mal. Ah. Okay, einfach nochmal. Da. Und zack. Okay. Ansicht vergrößern. Womit? Womit? Hier hinten? Das meint er? Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Hey, meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Die ganzen... ja, was bringt mir der Müll? Du musst nicht mit dem Müll testen. Es ist nur Müll. Drück den Knopf nochmal. Nochmal? Okay. Verdammt. Hopp. Und jetzt, wehe, du fällst nicht rein. Schön gemacht. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Nee. Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich.
und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Aha, schön zu wissen. Diese Ladebildschirme sind schon ganz schön... Obwohl, die gehen jetzt, die dauern eigentlich immer... dauern gar nicht mehr so lang, ne? Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Okay, ich habe ihn erschreckt. Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Ja. Cooles Ding, ne? Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Oh nein, schon wieder vermasselt. Also der geht kaputt, oder wie jetzt? Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Da krieg ich jetzt einen Wurf? Ganz spät bekommen. Was ist jetzt mit dieser Plattform da oben? Kommt die jetzt nochmal runter? Hä? Was soll ich denn hier machen? Wenn ich den dagegen haue, dann... Was? Ich kann doch nicht...